Der Pfändertunnel verbindet die deutsche Autobahn A96 München-Lindau mit der österreichischen Autobahn A14 Bregenz-Bludenz und dient vor allem der Umfahrung des Siedlungsraumes Bregenz am Bodensee. Vom südlichen Portal bei Bregenz führt er über fast 7 Kilometer zum Nordportal bei Lochau-Hörbranz. Von dort aus wurde die neue Tunnelröhre westlich neben der alten Röhre gebaut. Mit einer regelmäßigen Verbindung zur alten Tunnelröhre durch Querschläge im Abstand von jeweils 500 Metern. Die geologischen Verhältnisse, die ja schon vom Bau der ersten Tunnelröhre weitgehend bekannt waren, legten in diesem Fall einen Maschinenvortrieb nahe, der auch entsprechende Auswirkungen auf das Profil des Tunnels hatte. Es fiel dadurch kreisrund aus. Im Oktober 2007 wurde mit dem Bau begonnen. Außer der eigentlichen Tunnelröhre sah das Baulos auch die Errichtung von Querstollen zur Verbindung zwischen alter und neuer Röhre, Notrufnischen und Lüftungsschächte vor. Alle 500 Meter gibt es einen begehbaren Querschlag und alle 1000 Meter einen befahrbaren Querschlag zur ersten Röhre.